Ein Lazy-Video. Mir ging gerade was durch den Kopf, nämlich der Frequency-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den Frequency-Effekt schon mal bei dir beobachtet hast, aber wenn du ein Experte bist oder ein Coach oder ein anderer Vordenker mit einem genialen Angebot und ein Problem im Leben deiner Leute lösen kannst und du hast aber nicht die idealen Klienten oder nicht die idealen Einnahmen, und ich trenne diese beiden Sachen, weil entweder kommen Leute zu mir, die die Praxis voll haben, die sich kaum vor Aufträgen noch retten können, oder es kommen Leute zu mir, die nicht die idealen Klienten ansprechen. Und egal was es ist, etwas ist off. Ja, also irgendwo stimmt was nicht. Entweder du hast keine Zeit oder du hast nicht so viel Geld, wie du gern hättest. Und auch hier gleich nochmal an dieser Stelle gesagt, meine Leute wollen, sind, ja, fünfstellig, streben auf die Sechsstelligkeit zu oder wollen, haben schon 7.000, 8.000 € und wollen konsistent fünfstellig sein, um dann zu skalieren und 100.000 und mehr zu bekommen. Wenn das bei dir so ist, und du schon alles Mögliche versucht hast, schon viel Geld in Coaching investiert hast, aber trotzdem noch nicht die entscheidenden Stellrädchen gedreht hast, dann kann ich dir sagen, es hat mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem Frequency-Effekt zu tun. Was ist der Frequency-Effekt? Wenn du energetisch nicht auf der richtigen Frequenz schwingst, dann kannst du förmlich die anderen Leute nicht anziehen. Und das ist eine ganz, ganz einfache Sache. Und das ist super easy auch herauszufinden, ja. Was ich mit meinen Leuten abklopfe, ist als allererstes die Positionierung, ja. Die Positionierung muss stichfest sein, ja. Und wenn das gegeben ist, ja, dann kommt es auf das Messaging an. Also vielleicht hast du eine geile Positionierung, aber deine Botschaft ist schlecht, ja. Falls das der Fall ist, muss das gefixt werden. Nehmen wir mal an, du hast eine geniale Positionierung, du hast eine super Botschaft, aber du bekommst trotzdem nicht die Leute, die du willst oder nicht das Einkommen, was du willst. Dann kann ich dir sagen, dann fehlt dir ein Signature-Prozess. Also du hast keinen individualisierten Prozess, der auf dich und dein Produkt abgestimmt ist, sodass du nicht konsequent die neuen Leute einschreiben kannst. Ich spreche hier ein bisschen gegen den Fernseher meiner 91-jährigen Oma an. Ah, vielleicht hört ihr das im Hintergrund. Das ist zwar eine ganz andere Etage, aber sie hört so laut, dass ich hier in der Etage weiter unten dagegen ansprechen muss. Ich bin gerade in Deutschland. Also falls der Signature-Prozess nicht da ist, dann hast du schon verloren, ja, weil du versuchst irgendetwas nachzumachen und produzierst und produzierst und postest wie wild und bist irgendwann nach einiger Zeit total exhausted und kannst nicht mehr. Und falls das der Fall ist und du weißt, wovon ich spreche, dann weißt du, dass du einen Signature-Prozess brauchst. Du brauchst einen authentischen Weg, wie du kontinuierlich immer wieder einen neuen Strom von Interessenten generierst. So, das ist entscheidend. Und falls du das nicht hast, ja, dann kannst du die unteren Sachen haben, eine geile Positionierung, eine gute Botschaft. Aber wenn der Prozess nicht stimmt, dann kann es nicht funktionieren. Und angenommen, du hast all das. Du hast die Positionierung, du hast den Prozess, du hast eine tolle Botschaft. Wenn du kein Angebot hast, welches unwiderstehlich ist, dann können die Leute auch nicht kommen. Die sind vielleicht in deinem Dunstkreis, die werden Follower, Abonnenten, die liken deine Sachen, die folgen dir, aber sie wissen nicht, warum in aller Welt sollten sie zu dir kommen und investieren. Und jetzt machen viele, viele Experten einen entscheidenden Fehler. Sie gehen mit einem falschen Preis rein. Was ist ein falscher Preis? Ein falscher Preis muss nicht unbedingt ein billiger Preis sein. Ein falscher Preis kann auch ein sehr hoher Preis sein, wenn du dir unsicher bist. Wenn du keine hundertprozentige Selbstsicherheit hast, ja, gegenüber dir, deiner Positionierung, deinem Messaging, deinem Prozess, dann wirst du, egal mit welchem Preis, nicht richtig punkten. Aber die Leute werden zu dir sagen, es ist der Preis. Angenommen, du hast einen sehr
hochpreisiges Produkt, wenn sie sagen, es ist mir zu teuer. Angenommen, du hast ein sehr niedrigpreisiges Produkt, sagen sie nicht, es ist mir zu billig, aber sie kaufen nicht. Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen dann sagen, okay, dann ist es der Preis. Ich habe versucht, mein Angebot für 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro zu verkaufen. Funktioniert nicht, dann mache ich 200, 300, 400, 500 Euro. Und es funktioniert auch nicht. Und es funktioniert nicht, weil nicht der Preis, ja, nicht perfekt ist, sondern weil deine Selbstsicherheit nicht dort ist, wo die Leute dich spüren können. Die Leute müssen spüren, ob du selbstsicher bist. Und dazu muss niemand Bodysprache, ja, studiert haben oder Mikroimpressionen, sondern das ist wie ein eingebautes Radarsystem. Wie der Hund riecht, ob jemand Angst hat, so riecht auch ein potenzieller Klient, ob du dir deiner Sache sicher bist. Wenn du das nicht bist, dann werden sie nicht kaufen, ja? Dann wird das nicht dein Klient werden. Dann bleibt es ein faszinierter Interessent, ein liebevoller Follower. Es ist toll. So Leute muss man auch haben. Aber davon erreichst du deine Ziele nicht. Und wenn du weniger arbeiten willst, aber mehr rausholen willst, mehr verdienen willst, dann brauchst du all das. Du brauchst den idealen Preis. Du brauchst ein unwiderstehliches Angebot. Du brauchst eine klare Positionierung, du brauchst eine klare Botschaft und du brauchst einen Signature-Prozess, ja. Und jetzt on the top, ja, geht es um die Frequenz. Und ich habe es eben schon angesprochen, ja, du brauchst diese Selbstsicherheit. Und klar, das ist etwas, was du manifestieren kannst. Aber die beste Manifestation nützt dir nichts, wenn du tief in dir drin selbst unsicher bist. Und ich habe jetzt gerade erst das komplette Wochenende mit Mike, meinem Kollegen, dran gearbeitet. Dieses sogenannte, in England sagt man Imposter-Syndrom dazu, dieses Betrüger-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom, sodass du denkst, ich verkaufe irgendwas und kann es selber nicht richtig genug, dass wir das heilen. Ja? Und es gibt Wege, sage ich euch. Also man kann da etwas machen. Und wenn dich das interessiert, wie du all das hinbekommst und wie du nicht nur deinen Leuten hilfst, sondern wie du auch ein genialerer Coach bekommst, wirst, ne, und auch eine Zertifizierung bekommst, dann lass uns sprechen. Ich habe noch 2 Plätze frei für mein Zertifizierungsprogramm zum Business Flow Mentor, in dem ich all meine Hintergründe teache, in dem ich all das genau zeige, was ich über die letzten 15 Jahre entwickelt habe. Und all das, was du jetzt auch brauchst für diese neuen Herausforderungen. Wir haben seit diesem Jahr zum ersten Mal neue Herausforderungen. Die Menschen da draußen sind nicht mehr so unmittelbar an Luxusproblembehebung interessiert, ja? Sowas wie, ich möchte mein Potenzial noch mehr entfalten, sondern die haben reale fucking Probleme, ja? Die sitzen zu Hause, die sind überfordert, die können nicht mehr, ja? Es gibt multiple Belastungen. Sie haben Angst, nicht unbedingt vor dem Virus, aber wie geht es weiter? Was ist mit der Wirtschaftskrise? Was ist, wenn das so weitergeht? Ja, die Zahlen sprechen alle dagegen, aber faktisch werden Zahlen verteilt in den Medien, die anders aussehen. Und große Teile der Bevölkerung glauben all das. Ja, das heißt, auch dein Business ist bedroht. Du kannst dich nicht einfach auf dieser Corona-Welle ausruhen und sagen, oh, ich fand es ja mal ganz schön, dass ich nicht so weiterarbeiten musste wie bisher. Ja? Ganz im Gegenteil. Wenn du so bist wie die meisten meiner Klienten, dann macht das etwas mit dir. Und dann brauchst du standhafte Alternativen. Dann musst du dein Business anpassen. Dann musst du digitaler werden. Ja? Und all das zeige ich dir im Business Flow Mentor. Ja, es ist ein Investment, ja. Dieses Zertifizierungsprogramm geht über ein Jahr und ich zeige dir all die Hintergründe, all das, was andere Coaches, ja, noch nicht mal ihren edelsten Klienten zeigen, die für 40.000 bis 120.000 Euro sich in Jahresprogramme einbuchen. Und dieses Zertifizierungsprogramm hat einen Wert von 50.000. Und was ich jetzt mache, weil ich so viele Leute hatte, die nochmal gefragt haben, ich hatte es jetzt schon 2 Leuten zum Beta-Preis angeboten von 30.000.
Und natürlich kann man das auch mit Ratenzahlung machen. Ich öffne das nochmal für 2 Plätze. Ja. Wenn dich das interessiert, dann schreib mir eine PN. Ich gucke mir das an. Ich kann das leider nicht jedem, ja, überhaupt anbieten, aber ich gucke mir trotzdem dein Profil an. Ich gucke mir an, was du machst und warum ausgerechnet du die Beta-Version nochmal kriegen solltest. Lass es mich wissen. Schreib mir einfach eine kurze Message und ich gucke es mir an und dann zeige dir, wie du deine Energiefrequenz so hochhebst, dass du ohne Probleme, egal was da draußen los ist, immer wieder deinen Beruf ausüben kannst und noch viel mehr erfüllt sein kannst und deine Ziele erreichst, so dass du nicht mehr drüber nachdenken musst, ob du jetzt irgendwo hinfahren kannst, ob du dir irgendetwas leisten kannst, ob du noch die Ausbildung machst, ob du deine Kinder unterstützt, ob du Projekte unterstützt oder ob du nur dir, ja, etwas Schönes gönnst, was dich glücklich macht, noch mehr Biosachen kaufen, noch mehr Wasserschutzfiltersysteme, ja, was auch immer da auf deiner Liste steht. Und ich kann dir sagen, wenn du das erreicht hast, dann fühlt es sich unglaublich leicht an. Wenn du erst einmal einen 6-stelligen Monat hast, dann glaubst du, wow, warum habe ich das nicht die ganze Zeit gehabt? Das ist so, so easy. Und ich zeige dir innerhalb von wenigen Monaten die Ausbildung, die Zertifizierung, ja, geht ein ganzes Jahr, aber du kannst schon innerhalb der ersten Monate deine Ziele erreichen. Ja, also 5-Stelligkeit ist überhaupt kein Problem und mehrstellig, 5-stellig, ja, ist auch kein Problem. Ja, die meisten meiner Klienten machen mindestens 10, 20, 30, 40, ja. 1.000, 75.000 Euro, ja, und zielen auf die 100.000 ab. Also insofern, wenn dich das interessiert und du sagst, wow, das ist genau das, was ich gesucht habe, eine überschaubare Zertifizierung, die nicht nur die ganzen Tools lehrt, sondern auch die ganzen Hintergründe von so einem Business. Wie baut man so ein Imperium auf? Wie kann man, ja, einfach ortsunabhängig arbeiten, wie kann diese Frau mit 4 Kindern in Portugal am Meer leben und wie kann sie ja einfach mal 3 Monate lang irgendwo anders sein und aus Spaß den Sommer in Deutschland verbringen? Ja, wie geht das? Und noch an vielen, vielen tollen anderen Orten. Das geht, indem man so ein Business hat, in dem man aufblüht, welches passgenau ist, in dem man diese Authentizität lebt. Und wie das im Detail für dich funktioniert, das können wir besprechen. Gib mir eine kurze PN und ich schaue mir an, ob das passt und wie das taugt. Und dann hören wir uns.